Servus zu diesem Video heute. Es geht darum, wie stelle ich meinen Cancreek Double Barrel ein. Wir hatten ja schon viele Kommentare, wo Leute gefragt haben, hey, wie macht man das? Ist ja schon recht kompliziert. Und deswegen soll es halt in diesem Video einfach mal darum gehen, wie man da rangeht. Und los geht's nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Das allererste, was ich euch sagen möchte, und zwar gibt es von Cancreek eine ganz schöne Anleitung als PDF online. Die habe ich hier auch mal offen. Und da stehen ganz viele Sachen drin, die einem eigentlich schon sehr gut helfen, um den Dämpfer einzustellen. Und ich werde euch den Link einfach mal in die Videobeschreibung reinhauen. Könnt ihr einfach mal durchlesen. Also da steht eigentlich schon vieles Wichtiges drin. Und ich werde aber auch auf einiges aus der Anleitung dann auch darauf eingehen und euch das einfach erklären, wie das denn gemeint ist und wie man das dann auch praktisch wirklich umsetzt, weil das ist ja dann wirklich nur die Theorie. Also bevor wir anfangen, geht es erstmal darum, wir müssen natürlich auch den Dämpfer Sag einstellen. Also es bedeutet, wenn ich auf dem Bike drauf sitze, wie viel wird die Feder oder der Dämpfer jetzt schon zusammengedrückt, ohne dass ich überhaupt fahre. Das ist eben der Dämpfer Sag. Das kommt aus dem Englischen, das heißt eigentlich, ich glaube, durchhängen ergibt ja auch eigentlich Sinn, weil der Dämpfer hängt ja dann sozusagen durch. Und bei Cancreek, auch hier in dieser Anleitung, die es online gibt, da steht eben drin, dass der, ich glaube, zwischen 28% und 33% liegen sollte. Und den müsst ihr eben als erstes einstellen. Und den stellt man eben mit der Federvorspannung ein. Und da gab es auch schon so ein paar Diskussionspunkte, ich glaube, vor 2 Wochen war es, wie viele Umdrehungen darf man da denn überhaupt machen. Ich habe ja in dem Video gesagt, maximal 6. In der Anleitung steht es auch drin, also das ist hier nochmal bestätigt. Ihr dürft maximal 6 volle Umdrehungen machen. Aber es ist dann trotzdem die Frage, ob das Sinn macht und ob das so gut ist für einen Dämpfer. Weil ja dadurch der Hub der Feder eingeschränkt wird, weil wenn ich die Feder mehr spanne, habe ich ja viel weniger Hub, also Weg zur Verfügung, wo ich die Feder zusammendrücken soll. Und dann kann es eben passieren, dass bei einem kompletten Durchschlag des Dämpfers der Hub der Feder ja ausgenutzt ist und dann eben die Feder aufschlägt. Und das wäre dann eben nicht gut und das kann er dann beim Dämpfer Schaden hervorrufen. Gut, kommen wir aber jetzt letztlich zum Einstellen. Also ihr messt als erstes die Einbaulänge eures Dämpfers. Die könnt ihr ganz einfach so messen. Das ist einfach der Abstand von der Buchse bis zu der Buchse, halt vom Mittelpunkt. Und in meinem Fall, also in meinem Dämpfer, ich habe den hier auch nochmal da. Also das wäre jetzt von hier bis hier. Und das sind 222 mm. Die Angaben kennt man meistens auch noch. Und das misst man als erstes. So, und wenn man das hat, dann hockt man sich aufs Bike drauf oder setzt sich drauf. Auch wirklich mit allen Sachen, die man beim Biken immer anhat. Weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel Rucksack oder Protektoren oder was auch immer, das halt wirklich das volle Gewicht, wo ihr dann auch im Bikepark fahrt oder wenn ihr so fahrt, ja da inklusive mit drin ist. So, und dann, wenn ihr drauf setzt, meistens braucht man eine zweite Person, die einem da dann hilft, messt ihr nochmal den Abstand von den Buchsenmittelpunkten. Und dann, wenn ihr den habt, gibt es nämlich, steht auch in der Anleitung, eine Formel, wie man dann den Dämpfer-Sag ausrechnet. Muss ich mal schnell schauen, hier ist sie. Also hier steht jetzt Prozent, also der Prozentsatz vom Sag ist die unbelastete Dämpferlänge, also eben diese 222 mm oder halt die Einbaulänge vom Dämpfer, das ist es ja, minus die belastete Dämpferlänge. Das bedeutet jetzt, wenn ihr euch draufsetzt und messt, bei mir sind es immer ungefähr, ich glaube, 200 dann, dann rechne ich hier die 222 minus die 200 und dann komme ich auf 22 und jetzt steht hier, geteilt durch Dämpferhub. Ja, der Dämpferhub, der ist meistens angegeben. Da muss man halt einfach mal schauen, was man für einen hat. Da kann man einfach nachschauen, auch auf der Cancreek-Seite. Oder man weiß es auswendig. Oder man misst es einfach. Kann ich auch ganz kurz noch sagen. Der Dämpferhub wäre jetzt, das ist eben dieser Bereich hier, wo die Kolbenstange vom Dämpfer eingedrückt werden kann. Und das ist eben der Dämpferhub. Sonst einfach mal von hier bis da ganz unten messen, also einfach wie lang ist die Kolbenstange vom Dämpfer. So, euer Ergebnis, was ihr da hattet, also die 222 mm geteilt durch einen Dämpferhub, bei mir sind es 70 mm, also 22 geteilt durch 70 und das mal 100. Und das sind bei mir immer so, ich kann es jetzt im Kopf nicht, ich glaube das waren immer 31, irgendwas.
also 31%, und das liegt ja genau in dem Bereich, wo es sein sollte. Von daher ist es recht gut eingestellt. So, wenn das jetzt bei euch nicht passen sollte, müsst ihr halt schauen. Wenn es zu, also wenn der Sack zu groß ist, dann müsst ihr die Federspannung erhöhen, weil ihr ja nicht wollt, dass er so weit zusammengedrückt wird. Und wenn er zu niedrig ist, dann müsst ihr eben Federspannung rausnehmen. Und das Optimale, hab's am Anfang ja schon mal gesagt, ist einfach, wenn ihr zwei volle Umdrehungen habt. Und wenn ihr dann den optimalen Sack habt, das ist halt einfach bei Kentwick angegeben, das wäre die optimale Einstellung. Und ja, wenn ihr das nur einmal spannen müsst oder dann halt noch weniger, dann ist halt die Feder wahrscheinlich die falsche und ihr müsst euch eine andere kaufen. Gut, so viel zum Dämpfer-Sack. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alles verstanden. Sonst in der Anleitung ist es auch nochmal ganz schön erklärt, aber eben nur theoretisch und nicht praktisch. Praktisch habe ich jetzt, glaube ich, ganz gut euch erklären können. Von daher, das solltet ihr schon hinbekommen. Kommen wir zum nächsten Teil. Der wird natürlich etwas interessanter. Jetzt geht es wirklich darum, wie stelle ich denn das Ding überhaupt ein? Gibt es natürlich jetzt, man muss unterscheiden, es gibt einmal die Leute, die fahren das Ding schon ewig, sind zum Beispiel überhaupt nicht mit ihrer Einstellung zufrieden. Dann weiß man natürlich nicht, was ist denn jetzt überhaupt eingestellt, es sei denn, ihr habt es euch notiert. Und dann gibt es natürlich noch die, die den Dämpfer komplett neu gekauft haben. So, wenn ihr den jetzt komplett neu gekauft habt, dann gibt es auch in der Anleitung hier die verschiedenen, sage ich mal, Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Ihr habt ja vier verschiedene Einstellungen, die ihr verwenden könnt. Welche das genau sind, sage ich gleich auch noch. Und ihr habt in der Anleitung aber hier aufgelistet, wie es von Werk aus eingestellt ist. Und dadurch könnt ihr euch dann richten, auch wenn ihr ihn schon länger fahrt, tut eure Einstellungen einfach so einstellen, dass sie dann so sind wie vom Werk aus. Und von den Einstellungen dann aus arbeitet ihr euch einfach weiter, bis ihr halt eure perfekte Einstellung habt. Und bevor ich aber euch dann jetzt genau erkläre, wie ihr das einstellt, kommen wir noch ganz kurz dazu, welche Einstellmöglichkeiten habt ihr denn überhaupt? Was könnt ihr alles einstellen? Was macht welche Einstellung? Wofür brauche ich die? Und zwar folgendes. Ihr habt in der Anleitung hier auch recht schön beschrieben, was die Einstellungen machen. Ich persönlich habe bei Components einfach mal geschaut, da sind ja auch oft schöne Erklärungen. Das habe ich mir hier jetzt auch mal aufgemacht. Und da steht eigentlich noch ein bisschen besser erklärt, was die verschiedenen Einstellungen denn jetzt letztendlich bewirken. Also ihr habt ja einmal die High Speed Compression und die Low Speed Compression und dann habt ihr halt noch den High Speed Rebound und den Low Speed Rebound. Also insgesamt vier Einstellungsmöglichkeiten. Ich fange jetzt einfach mal mit der Low Speed Compression an. Die ist einfach dafür da, um das Absacken bei langsamen Einfedern zu verhindern. Wo ist es zum Beispiel? Zum Beispiel in Kurven oder Anliegern. Weil in Anliegern will man ja eher weniger, dass der Dämpfer weit reingedrückt wird, weil man dann eben Federweg verliert. Und dafür ist diese Einstellung, ja sage ich mal, wichtig. Und die ist auch noch dazu da, um zum Beispiel Wippen zu verhindern. Das ist dann zum Beispiel sehr interessant, so wie bei mir, weil ich ja hier und da trotzdem nochmal eine Tour fahre mit meinem Bike. Und da möchte ich ja eben auch keinen Wippen. Und da muss ich mit der Einstellung immer so ein bisschen rumspielen. Weiter geht's mit der High Speed Compression. Die sagt einfach nur aus, was passiert mit dem Dämpfer, wenn ich den jetzt voll unter Belastung setze. Also jetzt nach einem richtig fetten Drop zum Beispiel oder wenn ihr voll ins Flat springt. Das ist dann, sage ich mal, der Durchschlagschutz. Also mit der Einstellung könnt ihr, sage ich mal, sagen, wollt ihr eher, dass der Dämpfer zum Schluss schön zumacht oder wollt ihr eher, dass er linear federt? Das ist, finde ich, eine sehr wichtige und coole Einstellung, weil ich persönlich mag es zum Beispiel lieber, wenn er untenrum richtig schön hart wird und zumacht und ich bei einem Drop wirklich merke, okay, jetzt wird er hart und ich habe einen gewissen Durchschlagschutz. Also diese Einstellung, die bringt eigentlich oder trägt eigentlich größtenteils zum Durchschlagschutz zu. Kommen wir zum Low Speed Rebound. Ja, das ist eigentlich die Einstellung, die man von den meisten Dämpfern auch kennt, die Ausfedergeschwindigkeit. Hier ist es, sage ich mal, ein bisschen schwierig, die richtige Einstellung zu finden. Die ist halt einfach dafür da, zum Beispiel, wie verhält sich der Dämpfer, wenn ihr über einen Wurzelteppich fahrt. Da will man ja eigentlich schon, dass ihr, wenn ihr jetzt eine Wurzel mitnehmt, der Dämpfer einfedert, ihr an der nächsten Wurzel gleich wieder einen Federweg habt. Und diese Ausfedergeschwindigkeit, die ihr dazu braucht, da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, wie man es selber halt am liebsten ja mag. Da kann man jetzt schwierig sagen, die und die Einstellung ist perfekt, das ist eben auch Ansichtssache. Also da müsst ihr dann wirklich selber ausprobieren. Als letztes haben wir dann noch den High Speed Rebound.
Der ist, sage ich mal, dazu da, wenn ihr jetzt sehr schnell viel Federweg verbraucht, wie schnell er dann wieder ausfedert. Also die spricht, sage ich mal, dann an, wenn ihr jetzt sehr schnell eben den Dämpfer belastet und richtig bei einem Drop zum Beispiel auch schon, ja. Oder halt, das ist eben mit der Geschwindigkeit abhängig. Also wenn der Dämpfer eben sehr schnell beansprucht wird, wie schnell es dann eben ausfedert. Das ist einfach die Einstellung. So, jetzt wisst ihr, was die verschiedenen Einstellungen machen. Kommen wir nun endlich dazu, wie ihr euren Dämpfer letztendlich praktisch einstellt. Also wie stellt ihr euren Dämpfer so ein, dass für euch selber, sage ich mal, das perfekte Fahrgefühl ist. Also um perfektes Fahrgefühl zu kriegen, muss man sich auf jeden Fall bei dem Dämpfer sehr viel Zeit nehmen und auch ein bisschen Geduld haben. Aber es hat ja auch keiner gesagt, dass es leicht ist. Also ganz als erstes, wie gesagt, würde ich diese Werkseinstellungen wieder herstellen oder den Dämpfer zurücksetzen, wie man es sagen mag. Und wenn ihr die habt, nichts mehr einstellen, erstmal fahren. Raus am Trail, testen, am besten einen Trail, den ihr kennt, wo ihr verschiedene Passagen habt, wo ihr mal einen Anlieger vielleicht habt, einen richtig schönen Wurzelteppich, einen hohen Drop oder einfach auch mal ins Flat springen. Und dann einfach bei jeder Fahrt die Eindrücke, die ihr so habt, wie euer Fahrwerk arbeitet, aufnehmen. Das kann zum Beispiel folgendes sein, wenn ihr fahrt und droppt, ist euch der Dämpfer zum Beispiel zu weich und er schlägt zu schnell durch, wollt ihr es zum Schluss härter, ja oder nein. Dann beim Wurzelteppich, federt euch das Ding schnell genug wieder aus oder ein, einfach mal aufschreiben oder halt merken, also am besten diese ganzen Eindrücke einfach mal merken oder dann eben aufschreiben. So, und wenn ihr euch das alles, sage ich mal, notiert habt, wie ihr so das empfunden habt vom Fahren und ihr wieder daheim seid, dann überlegt ihr euch, okay, mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, zum Schluss beim hohen Drop, der macht mir viel zu schnell zu. Der wird zum Schluss viel zu schnell hart. Ich will mehr Federweg. Da müsst ihr halt gucken, das müsste der High-Speed-Compression sein. Ja, High-Speed-Compression. Naja, wenn er euch zu schnell zumacht, dann müsst ihr halt die High-Speed-Compression ein bisschen rausdrehen. Dann, ich würde immer 2 Klicks machen. Ist so meine persönliche Einstellung, 2 Klicks. Allerdings nur bei der Low-Speed-Compression und beim Low-Speed Rebound. Das liegt daran, weil ihr bei High Speed Compression und High Speed Rebound jeweils nur 4 Klicks zur Verfügung habt und bei den anderen 25. Und deswegen würde ich halt bei den, wo ihr nur 4 Klicks zur Verfügung habt, das heißt bei hier oben High Speed Compression und High Speed Rebound immer 1 Klick machen und bei den anderen, wo ihr 25 habt, immer 2 Klicks, je nachdem halt. Und jetzt müsst ihr das halt einfach so lang machen, bis ihr, sage ich mal, den perfekten Setup gefunden habt. Ihr fahrt halt einfach, wenn ihr merkt, okay, gut, Wurzelteppich, der kann ruhig noch ein wenig schneller rauskommen. Merken, wenn ihr wieder daheim seid, schauen, was brauche ich dazu? Wurzelteppich müsste auf jeden Fall der High-Speed Rebound sein, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, das ist der Low-Speed Rebound, also wenn ihr bei Wurzelteppichen merkt, der geht zu langsam raus, dann braucht ihr den Low-Speed Rebound. Macht da halt einen Low-Speed Rebound, wieder 2 Klicks rein, schaut beim nächsten Mal, wie ist es jetzt. Und so macht ihr es einfach. Und so länger ihr diesen Prozess macht und so genauer ihr einfach darauf achtet, wie euer Dämpfer anspricht, umso, sage ich mal, perfekter könnt ihr eben den Dämpfer einstellen. Und irgendwann habt ihr dann einfach, sage ich mal, den perfekten Dämpfer-Setup für euren Fahrstil und für euer Fahrrad gefunden. Genau. Ja, das war es eigentlich soweit. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall helfen. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schaut euch auf jeden Fall die Anleitung dazu nochmal an. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ansonsten einfach mal in die Kommentare schreiben. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und auch über ein paar Kommentare, wie ihr meine Videos findet. Was ihr euch zum Beispiel noch wünschen würdet für die Zukunft, was wir wenn drehen können. Oder was ich wenn drehen kann. Da würde ich mich auf jeden Fall über ein paar Kommentare freuen. Und genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Freitag wieder im nächsten Video. Bis dahin, stellt euren Dämpfer ein und schreibt mir dann einfach mal, ob ihr die perfekte Einstellung schon gefunden habt. Bis dahin, Servus. Das war's! Jetzt ist es vorbei, aus, finito!